Yes, alright, auf jeden Fall auch herzlich willkommen an dich. Ja, du das Re dass du das Recording hier anschaust, auf jeden Fall auf YouTube. Ja, heute haben wir das Buch The Magic und das Kapitel, wie du Geld richtig in dein Leben attractest, beziehungsweise einfach das Kapitel Geld. Und heute haben wir einen extrem, extrem nice Speaker und zwar den lieben Alex. Wer kennt Alex? Drop mal gerne ein Herz in den Chat, drop mal gerne irgendwas in den Chat, wenn du Alex kennst. Alex Petri, extrem, extrem heftig, hatte auch gerade vor ein paar Tagen einen Call mit ihm. Ey, Guys, sag euch ehrlich. Ja, das war echt crazy. Wir hatten noch nach dem 20%-Call einen Call zusammen. Und ich sage euch ehrlich, also das ist crazy, weil er ist absolut eine Duplikation von Dennis. Also for real. Das ist halt echt so, muss man einfach sagen. So, es ist einfach so. Wir waren in diesem Call, wir haben diesen Call gestartet. Ich bin so reingekommen in den Call. Und er so, hey Alina, what's up? Ich habe ein paar Fragen. Und ich so, okay, let's go, let's go. So, er ist einfach so direkt reingestartet. Er hat auf jeden Fall direkt Bock. Teachable, coachable, also extrem, extrem crazy, wirklich sehr, sehr heftig. Ich sag dir ehrlich, Alex, wenn du so weitermachst, wenn du wirklich so lernbereit bist, wenn du wirklich so umsetzungsbereit bist, AP 600 auf jeden Fall, dann sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja, ist auch extrem, extrem professionell, so dafür, dass er gerade nur für ein paar Monate hier am Start ist, beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, ein, zwei Monate vielleicht maximal. Vor allem noch professioneller als manche Leute, die so, ja, der Weihnachtsbaum auf jeden Fall, professioneller als manche Leute, die hier so schon seit ein paar Jahren in diesem Business sind, so. Deswegen, ich würde sagen, Alex, ey, ich freue mich auf jeden Fall extrem auf deinen Part. Ja, ich bin mir sicher, du hast was richtig Nices vorbereitet. Deswegen, yes, hab auf jeden Fall Block und Stift ready. Ich schreibe jetzt leider auf dem Handy mit, weil drin ist ein bisschen Krise so bei mir. Aber ich würde sagen, Alex, ich übergebe dir das Wort und let's crush it. Danke erstmal, Lina, für die Worte und auch wünsche euch allen einen schönen ersten Weihnachtstag. Und genau, heute habe ich das Thema der Geldmagnet vorbereitet. Und zwar konnte ich einfach daraus lernen, dass Dankbarkeit ist Reichtum und Klagen ist Armut. Und je dankbarer man für das Geld ist, was man eigentlich gar nicht selber hat, umso reicher wird man sich fühlen. Und genau, heute gehe ich darauf ein, warum halt bei Menschen sich über Geld beschweren und naja, einem Akt der Dankbarkeit. Zwar meistens klagen die Menschen über ihre Geldprobleme. Und das ist halt immer mit Negativität, Eifersucht und Sorge geprägt. Und natürlich ist es schwer, Rechnungen zu bezahlen, welche man, wenn man nicht genug Geld hat. Jedoch sollte man halt, jedoch sollte man einfach dankbar dafür sein, dass man sozusagen überhaupt die Rechnungen bezahlen kann und im Gegenzug auch Güter von anderen Menschen auch irgendwie empfangen kann, weil alles, was wir bezahlen, wir bekommen ja von allem, was wir kaufen sozusagen etwas zurück. Wir kaufen ja nicht nichts, sondern wir bekommen ja entweder vielleicht jetzt zum Beispiel unsere Miete bezahlen wir oder unsere Wohnung zahlen wir ab. Und wenn wir das nicht bezahlen könnten, dann würden wir wahrscheinlich auf der Straße leben oder müssten halt alles auf einmal zahlen, was sich nicht jeder wirklich leisten kann. Und bei Gas oder Strom sollte man halt einfach die Wärme entgegensehen und nicht wirklich das Geld, was man dafür bezahlt, sondern dann, so, weil man halt im Winter einfach sonst im Kalten sitzen würde, im Dunklen, aber so kann man im Warmen und Hellen sitzen und genauso auch halt einfach durch hier bei RM sein, durch das ganze Strom, was man bezahlt. Und ja, das ist sozusagen das, was ich aus dem Kapitel lernen konnte. Und ich bin mir gerade unsicher, wie das genau abläuft, mit der Übung. Yes, die kannst du einfach kurz ankündigen, beziehungsweise einfach teilen und dann kannst du später ein Bild reinsenden in die Gruppe. Yes. Genau. Bei der Übung ist es halt so, man muss sich halt eine Liste mit 10 Gründen erarbeiten, wofür man dankbar sein soll im Leben und schreiben, warum man auch dafür dankbar ist. Und halt jeden Tag, am Ende jeden Tages, da einfach dreimal die magischen Worte Danke, Danke, Danke aussagen und sich bemühen, nach Kräften die Dankbarkeit auch wirklich in sich selber zu spüren und alle unbezahlten Rechnungen zusammenzusammeln und die man halt so irgendwie zusammen zu Hause aufgesammelt hat, einfach dafür auf die ganzen Rechnungen zu schreiben, Danke für das Geld. Und auch wirklich die Dankbarkeit dann verspüren, dass man halt das Geld wirklich tatsächlich hatte, um die Sachen sich auch leisten zu können. Genau, jetzt noch, suchen Sie sich 10 Rechnungen heraus, die Sie bereits bezahlt haben, und schreiben Sie auf jede die magischen Worte Danke bezahlt und empfinden Sie tiefe Dankbarkeit dafür, dass Sie das Geld hatten, um diese Rechnungen zu bezahlen. Und nehmen Sie sich heute Abend vor dem Einschlafen den Stein der Weisen in die Hand und sagen Sie die magischen Worte für das Beste, das Ihnen im Laufe des Tages geschehen ist. Genau. Alright, let's go. Yes, drop mal auf jeden Fall ein paar Herzen hier für Alex in den Chat. Liz.